So, herzlichst willkommen zu MotoGP 13 Nummer 5, das Rennen in Mugello. Im Heftchen wird erklärt, warum die Carbonbremsen gebraucht werden und Stahl nicht ausreicht bei der MotoGP. Na gut, wir starten mal rein. Alles wie gehabt. Vorgabe Position 5, Nicky Hayden, unser Rivale. Versuchen mal unser Glück, schauen mal, was für Wetter das wir haben. Hallo, wir begrüßen Sie Sehr heute schön. live auf. Ja, Mugello mit den langen Geraden, das wird schon geil. Jetzt war das Grün auch wieder auf der Nummer. Ja, wie gehabt, ich fahre jetzt mal schnell Q1 und melde mich dann Ende Q1 mit dem Ergebnis wieder. Bis bald. So, da bin ich wieder. Dritte Runde war wirklich eine. Ja, fast Traumrunde schon, aber viel schneller wird es nicht mehr. Das riskieren wir jetzt einfach, ist ja nicht so tragisch. Ja, fast die erste Position geschafft. Andrea Iannone hier, Ben Speesen Vierter. Bin gespannt, ob der jetzt seinen Platz dann wieder halten kann oder ob er wieder dann nach hinten fällt. Obwohl mit der langen Geraden soll das mit seiner Ducati eigentlich doch ein bisschen besser funktionieren hier, glaube ich. Schluss wird wahrscheinlich nochmal interessant. Ben Speed hat sich ein bisschen verbessert, aber nicht so viel. Bradley Smith auch nur Vierter. Im Q1. Da hat uns noch Bradley Smith abgefangen. Da hat er es noch geschafft. Und dann dreht er noch. Na super. Okay. Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt alle Zeiten des ersten Qualifyings. Und nicht vergessen, die beiden Erstplatzierten dürfen in der zweiten Runde. Gut, sind wir ausgeschieden, ist nicht so tragisch. Das Qualifying ist nicht so tragisch. Das machen wir schon. Willkommen zu lang. Wir da jetzt starten von 10 oder. Ich glaube, viel schneller, wenn wir da schon gekämpft haben, glaube ich, wäre es im Q2 nicht mehr weiter nach vorne gegangen. Jetzt habe ich leider die Zeit nicht mehr. So, mal hinten den Harten drauf. Perfekt. Stehen da die Zeiten vielleicht noch? Ja, das eine 1,45,3 kann man ungefähr mal gut sagen. Was sind sie da gefahren? 44,1, Marc Marquez, Rossi noch Fünfter. Weh, oh weh. Dovizioso Sechster, gut. Bautista, ja, wenn das durchbringt auf 7, bin schon gespannt. Nicky Hayden, 9. Crutchlow Dritter, Marquez Erster, ja, und Lorenzo Zweiter, die zwei duellieren sich, aber Crutchlow vor Pedrosa und Rossi, Andrea Iannone, 10. dann Swiss, dann Espargaro. Das könnte interessant werden. Ich glaube, dann starten wir einfach ins Rennen, hätte ich gesagt. Da stehen wir. Los geht's! Schau frei! 12 Runden, 15% Rennen in Pisano, los geht's! Sonne scheint, Ben Spies zieht er gleich nach vor hier, super Start mit seiner Ducati, ja, Power hat er! Daran scheitert's nie! Ja, erste Kurve haben wir mal überlebt, sehr schön! Geht jetzt eigentlich meistens halbwegs gut! Verliert er immer die ersten paar Meter eigentlich die Plätze. Und jetzt schaut er jetzt schön durch eine Paul Bird Maschine hinter mir da. Das könnte Johnny Hernandez sein. Ja, mir gefällt hier die Honda ehrlich gesagt sehr gut auf der Strecke. Die liegt irgendwie geil. Aufpassen! Jojojojo! Hier hinten haben wir unseren Rivalen. Und das hoffentlich. Uiuiui, da checkt er den Pramac Ducati-Piloten raus.
den privaten Fahrer. Er mit seiner Werks Ducati Pierone hat er da ganz unsanft einen mitgegeben außen. Aber Pierone ist seinerseits gut unterwegs. Da vorne sehen wir schon Stefan Bradl. Unser Teamkollege, der kämpft schon mit Alvaro Bautista mit der zweiten privaten Honda. Ui, 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 ui. Gottes Willen, da steht sofort das Hinterrad auf. Da habe ich irgendwie an der falschen Stelle gebremst. Ui! Wer hat mich da probiert? Espargaro hat mich jetzt überholen. So hinten. Schauen wir mal. Ja, 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 ja. Alles easy, alles easy. So, Freunde, jetzt schauen wir mal. Der hier. Wer besser auf der Graben? Ich anscheinend nicht. Au. Oh. Da hinten so steht die Runde auch eher vor Pedrosa Rossi. Oh, da hat sich einiges verschoben vorne. Da habe ich jetzt schon mal die letzte Rille gebremst. Da passt aber perfekt, passt perfekt. Mit Bautista Bravo und Crutch hat er zurückgefallen vorne, glaube ich, aber ist das schon vermissen. Marquez kann die Bull nicht ganz nützen. Oh, jetzt kommt er doch raus, glaube ich. Das Marquez. Mal dran am Spitzfeld, das ist schon mal wichtig wieder. Wieder eine kleine Bodenwelle drin hier. Ja, wieder einen Rhythmus finden, vielleicht. Können wir da wieder was tun? Ja, heben. Gegen Bautista, interessantes Duell hier, ja, ums Mittelfeld. Oder ums Erfolgerfeld eigentlich. Länger wie die zwei so ähnliche Passagen. Ist Bagaro wieder top dabei hier hinten. Jetzt habe ich da ein bisschen früher gebremst, Gott sei Dank. Vielleicht raus mich da nicht einmal auf, dass ich da wegrutsche. Aber nur um Asphalt soll es dann nicht so krass sein. Ja, hier kommen sie nicht ganz so gut durch, aber mit der MotoGP kann man da eh nicht voll durchfahren. Das ist bei der Moto 3 und 2 da ein bisschen Ärger, will ich meinen, weil da kann man selber schneller durch und die KI fährt trotzdem nicht, obwohl sie mit den anderen Motorrädern unterwegs sind. Das schaut hier ein bisschen besser aus, finde ich. Lorenzo Pedrosa, Rossi, Marquez nur Sechster. Ja, das ist natürlich punktemäßig sehr schlecht für ihn. In echt im Training ist er da links rausgeflogen auf der Geraden. So, er da bechert und über die Mauer fliegt irgendwie. Das kann ganz böse ausgehen. Das richtig gemacht und sich irgendwie dann niedergelegt, glaube ich. Das hat er echt gut gemacht. So, Bautista wurde von Niki Hayden überholt. Und ich hoffe auch bald von uns. Weil Stefan Bradl da vorne ist schon ein bisschen weg da von den beiden. Ich weiß nicht, ob es ein Punkt vom Zweikampf war. Ja, leicht unruhig beim Umlegen und Anbremsen. Ja, das sind so kleine Feinheiten. Mal, wenn sie richtig da ist, dann auf den Gas kommt. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, da könnte man ja auch von Bautista oder Teamkollege sein, theoretisch. Aber super Team. Gold Fun. Cresini Honda. Da kommen wir da, jawoll, da haben wir jetzt endlich einmal gut erwischt und da sind wir jetzt schon hinter an ihn gehalten, auf der Geraden aber keine Chance haben. Außen vielleicht. Oh, da muss er vom Gas geben. Oh, 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 das kostet Zeit, da muss er vom Gas, da muss er lupfen. Ja, leider KI-bedingt, aber da kommt er schon wieder mit seiner Power, da hat alles viel verloren. Dann Marquez da schon wieder außen, hat er da ein bisschen ein Problem auf der Strecke. Gegen Crutchlow da. Also nach vor 4 muss er mindestens wieder kommen. Das kostet ihm natürlich Punkte. Ganz hervor kommt er definitiv nicht mehr.
Zeit. Der Brandl hier dran. Der Brandl da dran. Quatschloh. Die 4 von 12 sind wir. Das ist noch ganz frisches Rennen. Abstand. Und Fahrfehler wegen zurückschauen. Hier lässt uns nicht überholen, Bautista. Super, der Windschatten, das könnte gehen, jawohl, Windschatten, sehr schön. Komm, 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 da ist er. Jetzt mal anbremsen. Oh, das war schön. Das war nicht schlecht. Zweite Herz wieder drin, nicht wieder den Fehler machen. Schlug, aber attackieren wird er ihn wahrscheinlich nicht können, vermutlich. Ganz schön, ein Mini-Abstand ist da schon wieder gegeben. Unser Teamkollege vor uns will uns auch endlich mal schlagen. Da wäre ein Wertung, da will natürlich was gut machen. Ach, schwach, die Leute unterwegs sowieso immer. So, Lorenzo Pedrosa Rossi. Das wird vermutlich mal so bleiben. Und Dovizioso Marquez. Aber ich glaube, Marquez wird sich Dovizioso schnappen. Aber Top-Ergebnis wieder von Dovizioso auf seine Ducati. Der ist wirklich der Saison für mich der aufsteigendste. Das Beste, was sich gesteigert hat. Da habe ich den bis jetzt immer übersehen. Und jetzt bin ich erst in der Saison gefahren. Crutchlow, ja, setzt sich da zinterweise ab. Runde fast, kann man sagen. Da hinten an der Luft. Ist ja nicht viel. Ja, die beiden LCR-Piloten. Auf 7 und 8. Hat man aber diese Kanne nicht so gut erwischt. Der jetzt da im Windschatten. Ja, was ein bisschen Gummi liegt, das ist gefährlich. Für später. Aber in Harten soll das halbwegs gehen. Ja, jetzt sind wir da, glaube ich, einen Spur zu weit weg. Ja, ein bisschen Windschatten noch rein, ne? Mit 3,30, 3,40 hier. Unglaublich. Geiler Speed.
Und dranbleiben am Stefan. Gas, weil sonst kracht's. Aber da darf man nicht ungeduldig werden mit dem Ausbeschleunigen hier. Schaut's aus, als könnte man schon Gas geben, aber dann hängt sie ein bisschen außen, macht fast noch ein bisschen mehr zu um die Spur und ja, da ist man schon draußen im Sand, wenn man nicht aufpasst. Stefan hier gut weg. Einfallen lassen. Irgendwo müssen wir den überholen. Herr Quatschler, Dovizioso auch noch vorne, die ja nicht für die Top 4 zählen. Aber dann fehlt mir da ein bisschen Kraft fürs Angreifen. Ein bisschen weg, sogar ein bisschen weiter wie in der Folgerunde. Marquez ist einmal Vierter. Das passt einmal weiter, davor wieder nicht kommen. Entscheidet sein. Vorbei an Stefan hier. Ich frage, was er jetzt halten können. Der ist innen. Das ist schon mal innen. Innen. Raus. Das war hinter uns, ja. Sehr Pilot. Gerade ist er fast am geilsten von allen noch. Den ganzen Kalender. Mit Anbremsen schön. Uiuiui, da kommt Stefan! Da kommt er nochmal! Aha, da fährt er nach außen. Ja, das ist der. Ja, kann man es Punk nennen? Ich weiß nicht. Da ist ein bisschen zu scharf eingestellt, jetzt hat er natürlich extremst verloren durch das blöde Überholmanöver, versucht zumindest. Auf jeden Fall jetzt geht es Richtung Crutchlaw, ja gut, das ändert sich für ihn nicht, so hinten nicht und nach vorne auch nicht, von dem her. Langsam ist mit Crutchlaw und die. Ja, aber Crutchlaw wundert mich, kommt nicht in Dovizioso hier ran. Ja, ist klar, lange gerade Ducati. Da kann er seinen Vorsprung, also die eine Zehntel und zwei oder sonst langsam ist auf der Bahnstrecke. Die kann hier wieder wettmachen auf der Geraden. Gegen die Top-Motorräder rechts nicht, zum Beispiel die Marquez auch. Aber Crutchlaw dürfte rein. Neun von 12 haben wir schon, schade.
drin rein, träume ich jetzt fahren, wie das wieder hängen bleibt. Weil ich ob das wirklich so ist, dass man zumindest nicht zurückspulen darf, dass dann funktioniert. Wäre auf jeden Fall ein Kandidat für 100% Rennen. Cello finde ich schon relativ geil. Können wir zumindest fürs nächste Jahr mal merken, oder für die nächsten Jahre, was wir eventuell fahren noch. Sehr schön, wir nähern uns Crutchlow. Deswegen jetzt raus beschleunigen. Nicht mehr ganz so drauf, jawohl. Komm auch raus im Windschatten da. Ja, viel, nicht viel, glaube ich. Irgendwie Yamaha. Da kommt es, glaube ich, da muss ich noch ein bisschen leicht lupfen. Sehr schön. Wir sind, glaube ich, vorbei. Und wir sind auf der 6. Ja, 5 wäre eigentlich die Vorgabe und da ist die Mission so. 2 Runden noch. Das war's. Das war, glaube ich, Platz 5. Die allerbesten aber nicht mehr, aber ein bisschen was genug drauf und Grip. Ich glaube, das war's. Das ist ja zu weit weg. So viel schneller sind wir nicht. Lass mal die Visionen noch einholen. Wir haben noch jetzt Crutchlaw dazwischen wieder. Ah, sorry. Ja, da hätte ich ein bisschen vorbei. Dann wäre es so weit ausgegangen, wenn ich nicht leicht angekommen wäre. Noch einmal? Ja. Nein, da ist er zu stark. Das ist zu stark, da kann man nichts machen. Ich bin gerade auf der Start- und Ziel wieder drüben. Ah, da ein bisschen schöner vielleicht. Haben wir die Chance hier, wenn es passt, vielleicht? Schauen wir mal. Risiko, ja, sehr schön. Ja, auch schön reingehen, jawohl. Ah, jetzt muss ich nochmal voll Gas geben. Jetzt werden wir sogar hier Brush nochmal reinholen, wahrscheinlich ist es aber schon. Ja, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ja, da hat er mich doch. Bis jetzt habe ich noch keiner da angegriffen, jetzt hat er's. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, Karl Quatschler. Ja, hat er mich. Ja, gut, ich habe einfach ein bisschen verbremst. Aha, da haben wir wieder zurück überholt. Ohne Berührung, ohne irgendwas. Wir verstehen uns. Mal den letzten Gummi liegen. Ah, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Vor der Ziellinie kommen wir sonst nicht mehr vorbei. Oh Gott, da wäre da vorne jetzt die allerletzte Chance. Dovizioso, vorbeizugehen.
vollen Risiko durch, also mit mehr wie sonst zumindest. Ja, da kommt er. Man rennt sogar über die Linie, also jetzt sind wir aber gar nicht weg. Trotz weiter Rossi, ja. Ja, das war's. Ja, war ein geiles Rennen. Bin ich zufrieden. Ein leichter Ausrutscher eigentlich. Ja, das hat uns eigentlich unterm Strich jetzt Platz 5 gekostet, kann man sagen. Ohne den Ausrutscher, glaube ich, wäre es ausgegangen. Kann man fast so sagen, auf jeden Fall. Höhepunkt, schau mal, was sie da so bringen. So, erste Schikane. Ja, schaut eigentlich alles ganz normal gesittet aus. Ja, sehr schön. Ja, da war ein bisschen Turbulenz in der ersten Runde anscheinend. Marquez. Jetzt sehen wir schon den Rumlever von Rossi an Pedrosa. Jawohl, das war's. Da sehen wir jetzt aber raus. Onboard, jetzt bin ich von Marquez wieder. Auch wieder vorbei. Wenn sich die Champions auf den Weg in den Park Vermeer machen, werfen wir einen schnellen Blick auf die Resultate. Ja, mach mal. Ja, Provizioso wird auch sehr gut gemacht auf der 5. Gibt da alles, ja, in seiner Heimat hier in Italien. 6. Ja, Rossi, schade, nur 3. in Italien. Ja, Crashlo 7. Hier 6. Stefan auf der 8. Niki Hayden 9. Da ist auf seinem Teamkollegen natürlich 13 Sekunden weg. Das ist zu viel für ihn natürlich. Alvaro Bautista, ja, 10. geworden mit seiner privaten Honda auch, ist schlechter im Fahren, muss man sagen, im Race-Speed. Dann ist Espargaro auf der 11. Gutes Rennen. Oh, ein Drehen ohne hier wieder enttäuschend. Auf der 12 mit seiner Ducati kann Espargaro dann nicht Parole bieten. Bradley Smith auch nur 13. Ben Spies dann hier 14. Zumindest nicht weiter zurückgefallen. Ben Spies hier wieder auch ja, auf guter Geraden. Zu langsam ist er noch nicht in den Kurven oder zu langsam ist im Vergleich zu den ersten Fahrern. Ja, Johnny Hernandez, schade, nur 17. Rennen, da bin ich auch ohne Punkte. Colin Edwards, Benucci, Abraham, Leverty, Gordy, Staring, Aoyama, Lukas, Peschek auf der Super. So, und jetzt, da sehen wir hier, oh, oh, da haben wir Hintergrund gerade gesehen, wie wird das Hinterrad aufgestellt wurde. So, gleich viele Punkte hier. Dovizioso, Baum, Dovizioso, Bradshaw einen Punkt hinten. Prado jetzt 2 Punkte vorhin, ja, der hat er schon nicht. War davor auch schon vorhin, war jetzt gar nicht. Den einen hat er noch merken, ja. Ist Bravo 10. So, Gaffor Bautista. Sehr schön. Ja, Lorenzo vorbei an Marquez, das hat ihm natürlich ordentlich Punkte gekostet, vor allem nur der 4. Platz. Aber da hat er das Beste noch rausgeholt. Pedrosa mit 75 Punkten. Ja, von 1 und 2 natürlich weit abgeschlagen. Pedrosa muss da nur mehr wahrscheinlich, ich traue mich jetzt schon zu sagen, hier gegen Rossi um Platz 3 kämpfen. Aber ich lasse mich da auch gerne das Bessere belehren. Der Grand Prix da von außen. Ich glaube, auch schön zuzuschauen. Da wird der Mann sehen, was da ein bisschen. Ja, 5. Platz haben wir nicht geschafft. Ja, in der Sonne hier sehr schön. Auch die TV-Ansicht gut anzusehen. Konzentrieren wir uns aufs nächste Rennen, das machen wir. Ja, wir dürfen auch ein Angebot hoffen, wir müssen wenigstens weiterfahren, das glaube ich auch fast. Von Ducati. Zeitungsbericht, Mugello liegt Lorenzo zu Füßen.
mit Ros und Rossi schaffen es in Italien auf das Podium. Ja, Lorenzo, dieses Jahr wird stark. Marquez leider ein bisschen geschwächelt. Enttäuschung in Team von Baum, Sechster bei einem Rennen kann viel schief gehen. Wir hatten ein besseres Resultat erhofft. Achso, ja, weil ich nicht Fünfter geworden bin, okay. Okay, so, der berühmte Folger auf Platz 4, so wie immer. Dann ist Bagaro auf der Moto2 vor Redding, Nakagami, Lütti und Egeda. Aber nachdem das eh nur gescriptet ist, ist das nicht so aufregend. So, wir fahren gleich weiter nach Katalonien. Jawohl, sehr schön. Der Grand Prix von Barcelona. Also wenn, dann sollte jetzt da auch nicht regnen. Barcelona, das wäre jetzt schon ganz okay. Soll man das einschalten? Technische Probleme. Puh, puh, puh. KI und Spieler. KI und Spieler. Technische Probleme. Hm. Ja, da gibt es dann einfach nur Ausfälle wahrscheinlich. Na komm, das will ich vorher, das will ich vorher mal testen. Wenn, dann fahre ich jetzt eine Saison komplett so durch und wenn, dann die nächste Saison mit technischen Problemen. Ja stimmt, dann wird sich wahrscheinlich alles ein bisschen durchmischen. Also jetzt habe ich gar nicht geschaut, ist da vielleicht eine Beschreibung gestanden rechts? Egal. Ja, mal testen, dann schauen wir das nächstes Jahr einführen. Wenn, dann will ich die Saison so komplett so durchfahren. Ja. Machen wir das jetzt da mal da an. Das fahren wir gleich mal Q1. Schauen wir mal, ob wir die erste Runde vielleicht gleich schaffen. Mit der Strecke kann man eh. Nehmen wir mal wieder das Qualifying mit. Voriges Rennen haben wir eh keins gehabt. Ja, und Sonne, jetzt sehe ich sie erst. Wunderbar, perfekt. Da kann man hier umlegen, hinterher noch ein bisschen aufpassen. Ja, mal schauen, was hier möglich ist. Ja, für die Spitze haben wir gesehen, reicht so nicht wirklich. Da muss wirklich alles passen im Rennen. So, jetzt mal erste Runde Q1. Erste Runde, ja, wunderbar. Gibt es auch ein bisschen spät, oder? Nein, geht's auch noch. Jetzt habe ich komplett nicht geschaut, wo der Preis für ist. Da funktioniert vorne. Ich glaube, da vorne ist gerade auch Iannone. So einfach, ich verwechsel da oft immer auch Bremsposition mit Formel 1. Von Speed und Leute, einiges anders fahren. Das war brutal gut, 8 Zehntel, aber jetzt hat es uns ein bisschen versetzt. Aha, okay, das ist auch ein bisschen anders nehmen. Ah, das ist auch die erste Runde hier. Allererste Runde in Barcelona. Schauen wir mal, dann nochmal das Sicherheitshalber wieder vor 100 Meter. Ja, das war gar nicht so eine schlechte Idee. 1020, da bleiben wir gleich dabei. So, da müssen wir vor umlegen und dann in die Bremse, genau. Dass es da nicht aufstellt. Hier können wir auch nicht zu früh, aber schön durchziehen. Ja, auch schon früh in die Schräglage. Raus und ins Gas. Wir kommen da nach vorne schon ein bisschen näher. So, wie schauen wir aus? Erster, perfekt. 4 Zehntel, das nehmen wir gleich mit. Oder? Na sicher. Schauen wir mal, 4 Zehntel müsste doch reichen. 4 Zehntel muss doch gleich mal reichen für Q1. So, Smith und Spies, so 8 Minuten. Auf jeden Fall. US Bagaro hier, 4000stel hinter Spies. Oh, je, 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 je. Also ist da nicht so dramatisch. In Q2 sind dann die auch nicht. Kommen sie dann auch nicht viel weiter vor. Also
beginnen gerade um den einen oder anderen Platz. Und da hat sich Espargaro ans Biss vorbeigeschummelt. Beide Ducatis, beide Pramac. Aktuell draußen, kann da noch einer zurückschlagen? Ja, Brad Smith ist natürlich gut unterwegs, keine Frage. Nein. Das war's. Ich und Brad Smith, Espargaro draußen, Spies und Iannone auch draußen. 0,5, ja, da sieht man schon den Unterschied. Und dann 1,3, Barbera, Edwards, Abraham, Hernandez 1,8. Und da geht schon weit nach hinten. Auf ja, dem Bildschirm sehen ganz Sie jetzt mit alle einer Runde nur ins Q2 und nicht vergessen, die beiden Erstplatzierten dürfen in der zweiten Runde antreten, die in wenigen Minuten startet. In wenigen Minuten. Da geht's auch schon los. Ja, 14. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Mal schauen, was möglich ist. Vielleicht kommen wir da ein bisschen nach vor der Startaufstellung. Das könnte. Muss natürlich wichtig sein für ein zumindest eventuell mal erstes Podium oder so. Keine Berliner, war ich schon mal auf dem Podium? Schlechtes Gedächtnis. Vollgas raus, Start und Ziel. Und daher kommt eine Ducati raus. Zum Beispiel nicht schauen auf den Bremspunkt. Ist da kein Wunder davon, das verstehe ich nicht. Das ist übersehen. So, raus hier. So, wir fahren mal ins Welt. Das macht jetzt nichts. Jetzt wieder aufpassen, da die Links da unten schön reinziehen, jawohl. Umlegen, jawohl. Da außer vor, aber links gefährlich wegen Rutschen. Speziell im Rennen ist es extrem wichtig, dass wir da nicht rutschen. So, bin vor 100 haben wir gesagt. Da geht sogar noch das eine oder andere Meter später. Ah, die letzte war bei 2000, das war nicht gut. Jetzt schaue ich vorher mal raus. Nicht, dass wir dann sonst noch eine Runde fahren. So sind die Zeiten. Marquez. Ah, doch, nehmen wir gleich. Schauen wir gleich. Jawohl, da spulen wir gleich nach vor. Und Pole Position für Birdie Baum. Jawohl. Geht doch. Marquez zweiter wieder. Jawohl. Rossi, Pedrosa. Matschlau, eine Tausendstel hinter Pedrosa. Dann Stefan Bradler, 0,5, ja, in Quatschlau, da fehlt ein bisschen was. Bautista, gut dabei im Quali, Hayden wieder mal 9. Dann, Andrea Dovizioso nur 10. Da muss ich vorkämpfen. Ja, da war er nicht ganz gut drauf heute. Dovizioso hier im Quali 2. Für Bradley Smith dran, Randy Debinet auf der 12. Der war von Haus aus dabei, Randy Debinet. Da hat sich im Training anscheinend qualifiziert. Ja, schön zu sehen, dass der auch mit mal dabei ist. Mit dem Überblick über die Zeiten des zweiten Qualifyings endet unsere heutige Live-Übertragung. Ja, genau. Ja, und das nächste Rennen. Sehr schön im Trockenen wir wieder in Barcelona. Wir stehen auf der Pole. Das wird doch nicht der erste Sieg werden, oder? Das gibt's ja nicht. Hart, bin ich Qualifying auch mit hart gefahren.
wir her. Und da muss ich Gas geben. Aber wir brauchen auch die Werksonde hier von Betrug. Hier akrobatisch habe ich noch abgefangen. So, jetzt heißt es nicht zu weit zurückfallen. Mal gucken, was ich noch nicht passt. Das ist die Demo-Strecke. Und Hayden gut unterwegs mit Crutchlow hier in der Verfolgungsposition von den vier Dogbikes. Ja, da ist schon Dovizioso da hinten. Hinter mir. Sehr schön. Bradl hinter mir, ja, da wird Josa ein bisschen. Da hat zumindest den Kopf gestellt. So, jetzt ist mal da die erste Runde mal gescheit überleben. In den Rhythmus reinkommen. Mit Josa hängt er schon in der Bahn, ja, da ist er wieder gut unterwegs. Der erste Runde haben wir nicht zu viel riskieren und anbremsen. Aber es passt genau eigentlich. Ja, hier kommen sie gerne rechts raus. Rossi haben wir gesehen da, leicht in der Wiese. Vielleicht ein Fehler. Da komme ich auch gerne raus, genau, da verliert sich da wieder ein Speed. So ein leichter Fehler in der Ding drinnen. Ja, hinten. Ich bin gespannt, wie sich Hayden jetzt halten kann auf der 5. Oder auch nicht. Letzte Rille gebremst, hier kämpfen die beiden Yamahas, Lorenzo an Rossi vorbei, das ist erst dieses Jahr zumindest, glaube ich, stärker. Und noch kämpfen sie, ich das schon. Ja, nicht mal 5. Lorenzo vorbei, Rossi. Ja, schade, dieses Jahr hat er dann machen lassen. Voriges Jahr war er top unterwegs, Rossi, jedes Mal. Und jetzt, ah, da haben wir schon wieder einen kleinen Schnitzer drin. Das wird mich nicht mehr liegen lassen. Haben wir zugemacht, also jetzt hätte uns der angegriffen. Hey! Quatsch war und dann schon Deutsch aus. Das geht besser, ja, da haben wir zu hinten. Da haben wir zu. Ah! Ja, können wir merken, da sind sie im Eck drinnen ein bisschen langsamer. Lorenzo mit dem Fehler, draußen in der Wiese wieder, ja. Und Rossi wieder vorbei. Das ist für uns gut. Und jetzt dranbleiben heißt hier bei den Top 4. Unsere Qualität bestätigen. Ah, da rechts hinten, gerade muss ich auch aufpassen, da bin ich auch schon mal geflogen, kann ich mich erinnern. Und Rossi, schnellste Runde. Ja. Ja, da haben sie auch eine Kurve drin, dass sie zu viel eingebaut haben, wo sie ein bisschen schlechter drauf sind, die KI leider. Ja, da im letzten Sektor oder im ersten hätten sie es können ersparen. Freiwillig schon auf Mittel bei der Traktionskontrolle. Das Körper aufpassen ist da. Aber vor allem rechts, da haben sie wieder das Eck drinnen wahrscheinlich. Oder da, nein, geht. Aber das ist ein Zweikampf, wo sie da vielleicht ein bisschen rausfahren. Schauen wir mal, links kommen sie auch gerne raus. Ja, und dann geht er, ja, und dann geht er vom Gas. Hm. Auch hier so einen Hackler drinnen. Eieiei. Ja, da rennt sie jetzt noch vierter. Mal schauen, ob wir da rankommen, Rossi.
Pedrosa Streckenrekord, aber Marquez ist schon wieder Erster. Bald kommt er vorbei. Ui. Ich glaube, wir sind dran hier am Spitzenfeld an den beiden Yamahas. Was vorne halten gegen die Jockey Leute so? Dann kommt er da uns irgendwo wieder. Ja, haben wir schon gesehen, wieder leicht. Uah, da ist er! Muss da außen überholen, ne? Boah, jetzt kein Fehler. Oder kommt er noch? Ja, noch eins runter auf niedrige Traktionskontrolle. Von rechts aber. Geht's eh, nur wenn der Drehzahl im roten Bereich ist, dann wird's gefährlich in der Schräglage. Vorbei noch Rossi, wie schauen wir aus? Der Einzel war zurückgefallen. Lass nicht zu spät bremsen. Ai. Ja, ja, da drückt auch Rossi raus. Da wollen wir uns rausdrücken. Ja, vor in der Berge. Walle. Ja, und hier der Fehler. Ja, wenn der nicht drin wäre, der, den könnte sich sparen hier. Und jetzt, uiuiuiui, da kommt wieder Rossi. Jetzt sind wir dran an unseren Honda-Kollegen. Die alle gehen in Honda, werde ich nicht vor Rossi, da hat man sich jetzt wieder zurück überholt. Und dann würde ich denen noch mehr Punkte wegnehmen, das wären für Honda das ideale Ergebnis, sicher für Radfahrer hinter den beiden Werksminuten. Ja, und das absolute Traumergebnis ist dann noch Laura Bautista da drinnen. Das Vierte vielleicht. Oh, ich bremse, das passt eh. 110 ist das Maximum, viel mehr. Ich nehme so, da kommt er wieder ein bisschen raus. In den Körper aufpassen, da kann man auch rausrutschen, wenn es blöd abläuft. Das war zu viel, das war leider zu viel. Wenn wir jetzt nicht die Linie kaputt, da werden wir einfach beilassen. Mehr oder weniger, wenn es wieder zu blöd ist. Ah, wissen wir schon, da fährst du immer raus. Und wieder hinter den Hondas. Ja, 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 ich hab's gewusst. Aber zum Glück zumindest den Sturz vermieden. Verdammte Scheiße. Jetzt sind wir wieder zurückgefallen. So, jetzt müssen wir Gas, jetzt müssen wir Gas geben. Dann hat es mich dann gleich nach links gezogen.
ja, nicht angehört wieder. Gott, das bin ich gleich nervös. Ja, aber Walle, gut unterwegs, ist ja gar nicht so weit weg vom Betrug, oder? Zu sagen, er schließt auf. Ah, das war eine kleine schöne Passage. Langsam was hin, da kann man wieder raten vielleicht. Schmalen, jawohl. Bin ich zu scharf über die Linie, über die Körper. So schön raus, Windschatten ein bisschen her von Rossi und wir sind schon wieder dabei. Da fährt er immer raus, nicht nur im Zweikampf. Ja, da haben wir noch ein zu weit weg. Schauen wir mal, die rechts ist schneller hier. Draußen überholt, jawohl. Das ist immer geil. Ja, aber Valentino die Rossi will sich natürlich nicht außen überholen lassen, auch keine Frage. Und was innen? Oh, dann geklopft schon einmal wieder. Ja, er ist immer das. Er weiß, dass wir da sind. Ja, natürlich. Der Florenzo muss man ja aufpassen. Der kann natürlich auch wieder in Schwung kommen. Ah, zu spät umgelegt. Ja, wir früh genug aufrichten. Das ist auch wichtig, dass wir dann die Kraft auf die Straße bringen. Kommen. Ich wollte eigentlich gar nicht angreifen, aber ich sehe, dass ich mit einem Überschuss daherkomme und dann muss ich gleich drinnen ziehen. Bevor ich selber noch rausgehe und noch selber rausfahre oder was. Boah, das ist der Sprang, da muss man gleich aufmachen. Sonst kann es sein, dass man liegt. Da muss er hier schon, jawohl. Geht doch. Zu dritt mit der Repsol unterwegs, das wird sicher auch geil. Oder hin zu dritt, den Bayama hat er noch im Team. Das wird sicher witzig. Besser war noch immer schlecht genug. Also Blick auf rechts, aber hat gestern schon einiges am Vorsprung. Ja, Lorenzo jetzt wieder. Dass ein bisschen näher nach Rossi rangekommen. Der Rossi will natürlich auch bei Lorenzo jetzt wichtige Punkte wegnehmen. Jetzt Marquez mit dem Sieg hier wieder wettmachen vom letzten Rennen. Also geht's wirklich hin und her. Hier dran an der Werks Repsol und der Fontani Pedrosa. Kriegen wieder mehr Speed zusammen. Der Schlesrunde vom Baum, wunderbar. So, Dankeschön. Ist der Alpe K
eklatante Fehler. Bei der Ausstrecke, die Demo-Strecke, wenn ich oft genug gefahren bin, Barcelona, die auswendig. Die ist auch nicht wie die KI damals eingestellt ist. Man sieht, wie wichtig das ist, dass man hier, dass man keine Fehler macht, nicht wegrutscht und so. Einmal habe ich einen leichten schon drin gehabt. Das kommt einmal, habe ich es gut. Einmal einen leichten drin gehabt, das kann man halbwegs vielleicht verkraften, wenn es sonst gut läuft. Ich höre was. Großer, ja, da ist er. So, drei Runden haben wir noch. Wenn wir den Markenkessel einholen, wenn alles passt, könnte das sogar funktionieren. Ich wieder mal blau schließen da, nächsten zwei rechts. Was? Wieder raus. Ah, und 11 von 13 erst. 11, 12, 13, 3 Runden noch. Das wird sich das ein bisschen rausgehen für den Sieg heute. Das wäre doch ein Traum. Und wieder schnellste Runde vom Baum. 37-0 haben wir hier. Das ist noch einige schneller irgendwie. Kohle, glaube ich. Ja, jetzt sind wir auch drinnen schon langsam. Marc Marquez. Der Wunderpilot. Bin gespannt, ob der dieses Jahr die WM gewinnen kann. Er wird. Können du das auf jeden Fall. Natürlich ein bisschen Lorenzo umgekehrt Vettel mit seinen Siegen, frustriert Alonso bei der Formel 1. Ja, und dadurch, dass er da mit Ferrari nicht wirklich Weltmeister wurde und wird und wie auch immer, gibt es da auch schon langsam Turbulenzen. Angeblich hat Alonso den Mechaniker ein bisschen beschimpft. Er sagt natürlich, es war sich so ähnlich anders Wort. Genie und Trottel anscheinend auf Italienisch. Ja, und die Zimbola hat ihm da ein bisschen gerückt auch. Jetzt schicken sie auch eventuell rein können. Als Teamkollegen, das würde ihm auch unbedingt gefallen, als stärkere Teamkollegen. Wir haben rein können da. So Stahlradermäßig wie Wasser da so wirklich ganz brav fährt, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt einen Vertrag reinbekommt. Aber dass Alonso jetzt zu Lotus geht, auch schwer. Sorry. Sorry, Marc. Ah, warte, ich gebe da eine Wiederholung, das war mein Fehler. Ich sitze ja in der Rennleitung. Uiuiui, jetzt wird's aber. Voll auf die Bremse. Ja, fahren wir vorbei, dass wir wieder da ein kleines Verhältnis haben. Ja, Alonso, was macht Alonso? Bleibt auf Ferrari mit 3 können? Ja, mit klaren war er ja schon, aber es ist wieder das Hamilton weg, auf das wäre eigentlich schon eine Option. Die sind zwar aktuell nicht gut, aber die haben noch am meisten Potenzial, würde ich fast sagen. Lotus weiß ich nicht, dazu ein gutes Auto auch. Relativ, aber auch nicht immer, wenn die Temperaturen nicht stimmen. Sieht man da Räikkönen oft auch nicht, wir gehen vorne dabei. Ja, wird schwer. Hat sich Alonso sicher anders vorgestellt. Ja, wird sich interessant, was sie da machen werden. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder aufs Rennen. Vorletzte Runde. Und dann wird der Marquez vorbeikommen. Wir können natürlich sagen, Honda Kollege. Aber nichts da. Wir holen jetzt immer unseren Sieg. Ja, da wird wahrscheinlich Jackie Nella durchdrehen, wenn wir hier gewinnen werden. Sollten. Stefan ist einmal weiter schon gewesen. Lukas Seca, ja, gewonnen hat er noch nicht. Weil die fehlt sie ja auch ein Traum. Sieht schon aus.
Schatten. Ah, ja, das war schon zu viel. Wir sind erst da, letzte Runde, wunderbar. Nochmal in der vollen Schräglage zurück. So, jetzt nur keine Fehler, dann passt das. Ein Strich gezogen. Da ist er ja, das ist noch lange nicht vorbei. Die Schwadrose Lorenzo hinten, wie das aussieht. Boah, da ist er her. Ja, da gibt es noch lange nicht geschlagen. Marc Marquez will unbedingt gewinnen. Das auch, aber er natürlich in erster Linie wegen der Weltmeisterschaft. Was sind wir noch wieder weg? Ah, da ist er wieder. Sag ich's doch. Rausgefahren. Das war's aber jetzt. Jawohl! Erster Sieg für Baum mit der LCR Honda. Von der Pol dann doch noch der Sieg. Traditionell fahren wir immer ein bisschen zurück nach dem Start. Sie halten auch nicht so viele Fehler. Während sich die Champions auf den Weg in den Park Vermeer machen, werfen wir einen schnellen Blick auf Rossi geblieben vor Lorenzo. Dovizioso hat es noch geschafft auf 6, hat auch Nicky Hayden überholt, aber Hayden auf 7 geblieben immerhin. Ja, bravo, 8er. Knapp, aber vor Karl Crutchlow. Na, endlich hat er mal geschafft und Crutchlow überholt. Bautista, hier nur ein 11er, ja, Punkte wenigstens einmal. Spies nur 15, aber einen Punkt. Juni Hernandez, gut an, 16. Platz. Ja, so ist das. Ja, gehen wir weiter. Selber Bradl, wo ist der Quatsch? Vor ihm eigentlich. Das hat er gerade gemacht. Nochmal zurück. Punkte. Marquez, 3 Punkte voll der Pizze wieder. Rossi dann. Pedrosa holt da schon jetzt auf Rossi. Wir haben 77. Ja, das war natürlich ein Riesensatz. Dovizioso, Crutchlow, Bradl, Hayden. Hä? Bradl einen Punkt vor Hayden? War der nicht? Hayden vor Bradl? Na ja. 8, okay, doch. Ja, so rein, da habe ich geschaut. Dann immer hinter ihm. Ja, dann war es Pittsburgh auch noch. Sehr gut, was ist denn der BD? Ja. Und dann. Ja, das waren natürlich unsere Punkte auch. Wir haben ja auch gewonnen. Keine Frage. Alle Ziele erreicht, wunderbar. Sturz, das war jetzt auch wichtig. Für die ersten Position natürlich auch Punkte er hat bekommen. Heute ein perfektes Rennen gezeigt. Immer. Jawohl. Einen ruhmreichen Moment haben er und sein Team sich redlich verdient. Das war eine Menge harter Arbeit. Ja, und jetzt nochmal speziell hier beim ersten Platz. Schade, dass kein Podium zu sehen ist, kurz. Warum sie das nicht reinnehmen, so wie auch beim SBK, was eh schon drin war, wo man kurz das gesehen hat. Also das ist mir noch eins der größten Rätsel vom Spiel, dass das nicht drin ist. Echt schade. Von mir aus immer das gleiche Video mit der Übergabe für den Pokal oder so. Naja. Hoffen wir mal aufs nächste Jahr. So, Glückwunsch zum heutigen Ergebnis. Das hat die Vorgaben erfüllt und wir sind mit deiner Performance auf der Piste sehr zufrieden. Weiter so, Lucio. Lucio, wie auch immer. So, ja.
Ja, auf der Piste, gute Leistung, sogar überrascht, im Lohn gesprochen, und er sagt mir, dass sie wegen der Überstunden machen müssen. Ja. Wissen wir. So, Netzwerke. Scott Redding, hervorragend, Bernie, das war ein echt tolles Rennen. Ja, gar kein MotoGP-Fahrer. Gut. Sehr geil, da sind wir in der Zeitung. Na Wunderbaum. Wunderbaum, na wunderbar, Wunderbaum. Und durch dieses Ergebnis da unten sehen wir gleich wieder in der Moto2-Klasse siegt Prozent M2R-SRN-Position 01. Ja, noch immer. Leicht verpackt hier die Zeitung. Hinten klatschen sie von meinem Team. Da haben sie plötzlich andere Leiberl an. Wahrscheinlich das Sieger Leiberl oder ist das ein anderes Team da hinten? Ist das die Honda? Nein. Weißes Leiberl? Ja, okay. Aber hier, schönes Foto. Baum der Matador, Sieg nach glorreichen Rennen in Katalonien. Aha, Marquez mit Mapping-Problemen auf der Strecke von Katalonien, Niederlage gegen 0000000. Aha. Mapping-Probleme hat er gehabt. Da war ich technische Probleme gar nicht eingeschalten. Ja, sehr schönes Bild hier, wunderbar. Können wir vielleicht gleich einen Screenshot machen? War das einer? MotoGP, aha, Screenshot, das war auf Steam. Okay, egal. Ja, das war's schon wieder. So, ich schon lang genug. Schau, reiß mal gleich nach Assen. Mit dem Bus, ja, schon beachtliche Strecke. Gespeichert wurde auch. Schauen wir gleich mal, welche Vorgabe hier ist. Und zwar wahrscheinlich wieder Platz 5. Aha, da ist nicht der auf der. Vorigen haben wir immer Platz 8 gehabt, maximal. Und hier ist maximal P5. Ja, weil die vier Topmotoren natürlich. Das passt wenigstens, keine unrealistischen Vorgaben. Glaubst du, dass du Hayden nächstes Rennen schlagen kannst? Ich denke, dass ein positives Resultat uns einen Vorteil bei den Verhandlungen mit seinem Team bringen könnte. Ja. Das glaube ich auch. Ja, ich bedanke mich wieder mal recht herzlichst fürs Zusehen. Vielleicht machen wir nebenbei noch kurz einmal Moto2 hier. Sehen wir Espargaro. Mit Redding kämpft er, dann Lüthi Nakagami und in der Moto3, ja, Folge auf 4 ist klar, ist immer Vierter, kämpft hier Vinales mit Rins und Salom auf der 3. Ist aber, glaube ich, nicht so wichtig, ja. Egal, nächstes Rennen ist in Assen auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao.